Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Schon mal vorweg, alle schon Dankeschön fürs Reinschalten und ab und zu mal liken und auch abonnieren. Und neu abonnieren vor allen Dingen und dass das neu gemacht wurde. Ne? Alle Abonnenten, die schon mal da waren und abonniert haben, auf jeden Fall guckt, reingucken, ist auch gut. Freut mich drüber. Ja, wir machen heute weiter mit Weizenernte. Das heißt, 1, 2, die fahren unterwegs. Strohsammelaktion läuft eigentlich auch. Aber die Brüder sehe ich aktuell nicht. Wo sind die hin? Da. Beziehungsweise ich habe eigentlich eingestellt. Gut. Und nicht gut. Zeig. Das dauert natürlich alle Fahrzeuge, ne? So, hier machen wir einen anderen Modus hier. Dieser Modus. Du bist doch voll, warum fährst du nicht gleich Richtung? Geht nicht. Na, macht nichts, da fährt er halt eine Ehrenrunde. Den retten wir später, dass der PKW der umgefallen ist. Wir fahren jetzt mal ganz kurz mit zum Feld. Da müssen wir nicht laufen. Ah, hier ist die Spezialkurve. Deswegen verwende ich eigentlich keine LKWs für den Autofahren, weil die würden in vielen Ecken und Kanten einfach nicht zurechtkommen. Einfach zu eng. So, alle Fahrzeuge sind voll und ne? Ja klar, zum Start ist mir blöd. Hier bin ich mir beide nach rechts gefahren, aber das ist halt so. Es hat eine schmale Straße und hätte man vielleicht eine blaue Linie machen können. Wenn ich damals gewusst hätte, wie die blaue Linie geht. Das habe ich erst vor einer Woche mal so miterfahren, ne? Im Livestream. Ein voller. Ich meine, dass die jetzt anhalten dabei, das finde ich ja super. Aber die Drescher, die fahren ja, die kennen ja nichts. Und stehen da, oh, kommt schon zwei Fahrzeuge. Kommen ja schon. Kein Grund zur Panik. Hab ja nun die Fahrzeuge, den Kurs an den Blauen angeschlossen. In der Hoffnung, dass es besser funktioniert. Und, der weit weg ist, ne? Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Das macht ja keinen Sinn, man macht überall Punkte 13. Und am Ende kann doch nur den einen finden, ne? Ja, da wollte ich mal gucken, hinterm Start, ne? Standard, hinterm Start. Anwenden. Das ist dann logisch, denn da vorne kommt ab. Und sonst wird er ja im Prinzip hier vorne warten, ne? Der wird auch gleich losfahren. Mal hinter starten, dann haben wir nicht gespeichert. Ne? Wollen wir jetzt richtig warten? Berechne Fahrt. Mal sehen, wie es klappt. Wenn das gut läuft, kann ich mir auch ein bisschen um die Lage kümmern. Also ich muss immer sehen, dass es hier läuft. Ne? Sonst ist es naja, ist halt nicht gut, wenn es nicht läuft. Ne? Dann wird ja nicht fertig. Ne? Zum einen möchte ich nur noch einen Tag dafür brauchen. Wegen der Pacht. Zum anderen soll ja morgen, wenn das Mais reif wird, auch Mais geerntet werden. Das heißt, ich müssen noch sehen. Wir brauchen dreimal Maisgebiss. Ne, hier ist das nicht drin. Wir brauchen drei Mais. Doch, hier bin ich schon. Und zwar. Da gibt es ja eh nur Standardflüchte.
das sind 9 Meter und das waren 12. Wir nehmen 12, ne? Von dem brauchen wir 3 Stück. Rot einmal ist gut. Kaufen. Für den Käse. Dann nehmen wir einen gelben. Haben wir gelb? Gelb. Wie schon hier. Ja, das Gelb passt schon so. War auch ganz gut. Einzige gelbe Ton, den wir haben. Dann brauchen wir noch einen für Grün. Ne? Ja, jeder seine eigene Farbe hat man. Im Prinzip ist das egal, aber rein optisch sieht besser aus, ne? Wir haben schon mal gekauft. Wie hält er so blöd? Aber es ist gut, dass erst die ersten Fahrer. Oh ja, nichts unterwegs. Passt ja. Naja, ich fahre mit 4 Fahrzeugen abtanken, weil auch der Kurs ziemlich weit ist. Das ist ganz gut, wenn jetzt mehrere Fahrzeuge dann halt unterwegs sind, ne? Das sind nicht so gut, ne? Warum steht er so schräg? Da muss er einer entgegengefahren sein. Das kann natürlich sein. So, das kommt der noch einmal entgegen. Der Case wird auch abgetankt. Ja, das klappt jetzt alles. Wieso hat er dann vorhin immer so blöd gefahren? Wahrscheinlich auch ein Fehler im System drin oder so. Oder dass er irgendwo eine Fehlerquelle hat und nicht ganz zurechtkommt damit. Und Klopf auf Holz. Ich hatte zuletzt keine Abstürze gehabt. Auch keine großen Einbrüche von Performance und so. Anscheinend, gut, das Sägewerk läuft aktuell nicht. Also das Sägewerk ist schon ein Grund, warum es so Probleme gibt. Ne? Also ich werde es zum nächsten, wenn ich umgezogen bin, nicht mehr mitnehmen. Ich finde, es gibt ja noch im Winter andere Arbeiten, die man machen kann. Da ja auch noch was anderes natürlich hinzukommt. Ne? So, das läuft. Das läuft alles, dann gehen wir mal auf nächsten Schritt, die Lade verkaufen. Das muss ja auch sein. Leider. Ich möchte das ja loswerden, ne? Noch lieber werden wir theoretisch, wenn das nö, auf die Marsch brauche ich normalerweise nicht. Wäre ja Quatsch. Nur auf Stufe 1 brauchen wir nicht so viel. Da kann sein, dass ich nicht auf 5 hochgehe, ne? Kann. Was aber wiederum dagegen spricht. Ich möchte die Ernte heute noch schaffen. Oder ich fahre nachher den Rest in die, ins Lager, ins normale Lager. Und werde dann mit Autodrive dann nachher immer schön fleißig mit einem kleinen Anhänger dann dahin fahren. Muss ich mal schauen. Blocking, Blocking, Blocking. Warum? Da muss ich mal gucken erstmal. Weil keiner fährt, also die Erntefahrzeuge, die arbeiten. Aber ein Weizen steht. Wieder kein Fahrtrecht, na gut, das sagt immer nichts aus. Mal gucken. Da. Oh ja. Hier habe ich den Fehler gemacht. Ich habe den hier aktiviert. Ich muss ihn hier einstellen.
So, der will jetzt für so einen globalen Markt, ist ja wohl richtig. Aber er muss ja hier den Punkt finden, ne? Das kann dafür sein, dass er den Punkt nicht findet, mal sehen. Da staune ich über, dass jetzt gerade diesen Punkt nehmen. Gut, lass mal den Kurs jetzt fahren. Das ist jetzt nur eine Wurst. Das ist mehr, dass er voll ist und dann fährt er zurück. Das passt. Die beiden kommen jetzt. Und wir können uns um die BGA kümmern. Weil der wird ja in der nächsten Runde natürlich ganz schnell mit 20 km/h plus den Punkt fahren, wo Stroh noch nicht war. Wir fahren mal Silage. Wenn er hoch genug ist, dann macht er das ganz gut. Aber wie gesagt, das ist ja keine Lösung, ne? Das Förderband ist ja auch so langsam. Mit dem Radlader wäre eine Möglichkeit. Das müsste ich aber mit Radlader einstellen. Outdrive. Die Option gibt es. Da muss ich mir mal ein Tutorial anschauen. Obwohl ich kein Freund von diesen Dilos bin. Der hat so einen Fehler. Weil links grüne Zeug, das verhindert im Prinzip, dass ich diese Silage, die schräg ist, aufnehmen kann. Ist leider so. Ich muss das von der anderen Seite mit dem Kehrwiesen das Grüne erst wegmachen, dann kann ich da den Rest rausnehmen. Ist leider, das ganz rechte ist auch so. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Das habe ich aber im Durchversiel von Action auch gehabt. Und ich habe es verkauft. Also ich kann es hier nicht verkaufen. Da ich alleine spiele, ist für mich eine Fabrik sinnvoller, ne? Wenn es wirklich nicht anders gehen würde und ich kann das meist nur anders verwerten mit ja mit auf gut Deutsch Häcksel, dann muss ich drüber nachdenken. Also ich möchte ja eigentlich Mais haben, ne? Körnermais, wenn ich das auch verkaufen kann. Bei Silage muss ich erstmal dazillieren, ne? Und das dauert ja eine Zeit lang. Selbst wenn ich da in den Krieg reinfahre, dauert es auch nur ein, zwei Tage, wenn alles durch ist, ne? Das ist leider bei Körnermais geht es gleich hin zum Verkaufspunkt, ne? Also würde ich dann noch gleich verkaufen. Ich müsste nur anschließen. Na, hat eben hingeflogen. So, Körnermais. Würde bei der Getreide AG 773 bringen. Ja, aber wie gesagt. Das ist eine Not im globalen Markt. Ich muss ja auch eine Marsch verkaufen. Ne? Auch kein Problem. Ob da bessere Preise erzielt werden, das möchte ich mal bezweifeln, aber ernst, ich habe hier schon viel verkauft, also muss ich auch ein bisschen das Gleichgewicht einhalten, dass ich keine Karte deswegen cheaten tue, ne? Also dass ich hier Geld erwirtschafte und dann, ne, das ist ja auch blöd, ne? Deswegen will ich ganz gerne, dass ich umgekehrt hier auch was verkaufe, ne? Aber aktuell brauche ich nichts, also so, den Rest auch noch raus von der Fräse.
Ich habe da mal so ein Teil als Mod ewig drinne. Ob man das einfach draufkippen kann und dann sich nach und nach alleine sich rein befördert in den Triggerbereich. Ja, das war der Fahrer, der wo ich den verkehrten Modus eingestellt habe. Naja, der fährt halt eine Weile, ne? Das dauert halt eine Weile, bis jetzt hier alles in der Folge sich einstellt, ne? Das also ich müsste die Folgen machen für eine halbe Stunde, aber sag ich mal so, das ist aber auch nicht gerade hilfreich, ne? Super lang. Ich weiß ja nicht genau, wie das mit Statistik aussieht, also wie der Algorithmus berechnet wird. Also ich weiß nur eins, wenn ein Video geschaut wird, beim kurzen Video, und man schaut nur kurz, ist der prozentuale Anteil höher, als wenn man jetzt ein langes Video macht und weil viele große YouTuber machen keinen Livestream mehr auf YouTube, weil der Schnitt zu schlecht ist. Aber ich muss mal sehen. Das Livestream mache ich trotzdem immer noch. Von der Marsch, also jetzt hier Sam zu D. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum letzten Mal gemacht. Ich mache noch einmal. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge mit der Kiste, mit dem Schatz oder mit dem Paket, was ich suchen soll. Ja, aber ist ja einfach keine Nachfrage da, ne? So, die fahren wir jetzt im Lager rein. Das lohnt sich dann nicht. Aber ich habe gerade wieder mal so schön weiterkommen, ne? Maschinengewehr gefunden, Magnum gekauft. Ja. Von Null fange ich nicht nochmal an. Vorläufig nicht. Der Hint ist unten. Ah. Schlecht. G. V. Das bremst nicht mehr aus, ne? Komm jetzt um die Kurve rum? Na, gerade so. So, Richtung Lager jetzt. Aber beim Lager habe ich schon ein bisschen reingefahren. Da muss ich halt jetzt demnächst mal Kleinanhänger mit besorgen oder den kleinsten, den ich habe und dann den Trigger beim BGH halt mal wieder treffen. Der anderen Kurs ja schon mal gehabt. Da konnte dann die ganze Gülle reinfahren. So schnell unterwegs hier. Um die Kurve herum. So, liebe Schauer, das soll es dann heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Fleißig mal kommentieren. Hatte ja mal wieder einen Kommentar. Hab zwar nicht ganz verstanden, was da geschrieben ist, aber der Kommentar war da. Das zählt, was geschrieben wurde. Das war einfach nicht negativ. Schönen Dank auch dafür. Ich bin der Sprache nicht mächtig, ist schwierig. Wo ich da einen Verdacht habe, aber gut. Ich nehme vom Besten, gehe von aus. Ja, ich sag mal so, Freunde, tschüss und ciao. Ich sage danke schön nochmal fürs Reinschauen. Ja, man hört und sieht sich dann morgen zum Wochenstart Montag. Tschüss.